Es ist der Knackpunkt, wenn es um erneuerbare Energien geht, die Speicherung. Und die Batterietechnologie, die könnte sich schneller entwickeln. Das würde zumindest viele unserer Technologien weit voranbringen und erneuerbare Energien im Alltag noch mehr verankern. Batteriemetalle sind also ein Knackpunkt. Und was sagt der Markt? Wo ein Engpass ist, da steigen die Preise. Da wird die Nachfrage groß und da müssen neue Lösungen her. Batteriemetalle sind deswegen der Schlüssel hin zur Energiewende. Und gerade daran sollte man partizipieren. Denn in einer Schlüsseltechnologie werden definitiv neue Durchbrüche erzielt werden. Die Frage ist nur, wann? Mit Batteriemetallen gehst du als Investor diesen Weg aktiv mit. Und deswegen bin ich sehr stark dafür, in Batteriemetalle zu investieren. Alle wollen wissen, wo geht der Trend hin? Ich bin der Meinung, Batteriemetalle ist die große Herausforderung, die große Chance aus dem Bergbau. Warum? Ohne Batteriemetalle geht keine digitale Währung, geht keine Digitalisierung, geht gar keine E-Mobilität und schon gar nicht der Wandel zu besseren klimatischen Verhältnissen. Das heißt, wir brauchen Metalle noch und noch und noch. Welche Metalle? Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan und Lithium. Wir haben ja die ganz große Botschaft von VW erhalten, erst kürzlich, die Batterie hat gewonnen. Das hat der Vorstand ganz klar zum Ausdruck gebracht. Das heißt für uns, diese Metalle müssen dringend geliefert werden von den Bergbauunternehmen. Deswegen setzen wir ganz stark auf diese große Chance, diesen großen Trend, der sicherlich auch nicht nur ein oder zwei Jahre anhält, sondern langfristig, vielleicht sogar die nächsten 10, 20 Jahre. Seid dabei, informiert euch.